Gut, wen haben wir noch hier? Du bist nur Schankwirt. Du verkaufst, glaube ich, nur Waffen. Seid gegrüßt. Wenn ihr eine elegante... Ja. Also erstmal die Wolfsrattenschwänze weg. Streunerhut könnten wir ihr verpassen, aber das ist genau dasselbe wie ein Federhut eigentlich. Gladiatorenhelm. Nee, brauchen wir auch nicht unbedingt. Ein Kyras auch nicht. Hier gibt es sogar auch einen Niceback-Händler. Gut, der hat nichts. Dem haben wir schon mal gequatscht und der hatte nichts. Du hast nur Handwerkszeug. Okay. Was ist mit dem Niceback-Händler? Verkauft er nur Stiefel oder auch was Passenderes? Nee, der verkauft auch nicht wirklich, was wir suchen. Ärgerlich. Also wenn der Waffenhändler hier nichts hat, dann war's das. Und der hat nichts. Der hätte eine Pike und einen Speer. Sind beide Speerwaffen. Sogar die Hellebarde ist ein Speer. Aber wie gesagt, ein Speer werden wir auch irgendwo finden. Einen passenden für Gwendala. Was ich jetzt wollte, war Finte lernen. Gucken, was ich noch lernen kann. Ein paar Nahkampfübungen. Okay, also. Speere für Gwendala. Finte für mich. Ja, und das war es eigentlich auch schon. So, das heißt, die restlichen Steigerungspunkte können wir verarbeiten, sage ich jetzt einfach mal. Ein bisschen hiervon und ein bisschen Selbstbeherrschung wäre nicht schlecht. Zwergnase bei Vorgrim. Ja, von mir aus Zwergnase bei Vorgrim. Unsere ist zwar schon höher, aber irgendwas müssen wir Vorgrim mal geben. Folgt mir. So, Gladys. Bringen wir die Selbstbeherrschung mal auf 10, das sollte helfen. Betören und Etikette etwas höher. Ja, das reicht dann erstmal. Wobei ein Punkt in Gassenwissen kann nicht schaden. So, bei dir auch mal Selbstbeherrschung auf 10. Jetzt hätten wir genau noch Punkte, um die beiden einmal zu steigern. Pflanzenkunde und Tierkunde, so. Sehr schön. Sonja, alles klar. Mein Deal. Okay. Ach so, das war unser Wolf, der gerade gestorben ist, weil er ausgelaufen ist. Also, weil sein Timer ausgelaufen ist. Das klang gerade sehr, sehr falsch. So, Finte. Finte ist nicht schlecht. Weil das den Rüstungsschutz des Gegners verringert.
Ja, und Wuchtschlag verdoppelt die Schadenspunkte. Was auch nicht schlecht ist, aber bei schwer gepanzerten Gegnern ist eine Finte dann doch besser. Außer man ist Vorgrim. So, jetzt wieder zurück in unser Anwesen. Da alles startklar machen und von unserem Anwesen aus. Die Bären können mal zu ihr, weil ich glaube, wir können in unserem Anwesen noch einmal Zeug sammeln. Ein Alchemietisch gab es hier nicht, gell? Nein, sie hat keinen bei sich am Laden stehen. Da gibt es nur den in der Grafenstadt. Gut, wir haben genug Einbeersäfte erst einmal. Und ich bin doof. Ich laufe in den Ugdan-Hafen rein, nicht in den Praios-Platz. Macht aber nichts. Der Praios-Platz dürfte einfach direkt daneben sein. Oder? Ja, zum Praios-Platz ist da drüben. Und stimmt eigentlich, wir könnten mal unsere Waffen wieder ablegen. Folgt mir. Gut, Prios Platz. Ardus Anwesen. Dann kann Gwenda da noch einmal Pflanzen sammeln, denke ich mal. Ja, kann sie. Mein Atem geht ruhig. Und was wir ebenso machen können, fällt mir gerade ein, wir können Quellwasser aus dem Brunnen holen. Was uns auch nochmal hilft, weil Einbeersaft ist nur Quellwasser und Einbeeren. Wir haben zwar sehr viel Quellwasser schon. So, Quellwasser. Ein Einbeersaft kann auf jeden Fall ein Leben retten. Er heilt zwar nur 15. Im Gegensatz zu einem Heiltrank, der glaube ich 25 heilt. Können wir ja leicht nachgucken. Ja. Aber Einbeersaft ist halt sehr leicht herzustellen. Wie gesagt, nur Wirselkraut und Einbeeren. Quellwasser und Einbeeren, Wirselkraut und Einbeeren. Ja, das wäre noch einfacher. Weil beides hätten wir hier. Wirselkraut bräuchten wir für Heiltränke. So. Dann packen wir das alles erst einmal wieder weg. Weil wie gesagt, wir haben genug Einbeersäfte gerade. Einbeeren können weg. Würfelkraut, Müllmond, Quellwasser. Ja, Quellwasser haben wir mehr als genug eigentlich. Und ja, wir greifen mal tief in die Tasche. Ja.
Ja, bezüglich der Werkbänke. Ich hätte gern einen Alchemisten, also eine Alchemie-Werkbank. Sehr wohl, ich werde sofort ein paar Burschen durchschicken, die eine Werkbank anliefern. Ihr werdet sie dann im Alchemieraum finden. Dieser befindet sich nahe der Treppe. Also ja, da kommt da tatsächlich gleich ein Arbeiter. Und flop, haben wir ein Alchemielabor. Das heißt, wir können jetzt dann beim nächsten Mal die ganzen Zutaten einfach mal darüber verpacken. Aus dem Weg, aus dem Weg. Gut. So, das heißt, jetzt geht's ab in die Blutwerke. Warwicker, Sümpf und Arbeströck können wir nicht mehr. Weil ansonsten haben wir jetzt alles erledigt. Unvorhergesehenes hätte ich von der Weiterreise ab. Schauen wir mal, was sich da auf dem Weg befindet. Feuerfliegen auf jeden Fall und Zeug zum Ernten. Lass das mal vor uns machen. Also ja, wir können hier erstmal Kräuter einsammeln. Bevor wir uns mit dem Feuerfliegen anlegen. Oh. Concinis. Ja, ich habe halt immer so das Gefühl, die Begegnungen hier sind geskriptet, weswegen wir die dann doch eher machen sollten. Weil so oft sind wir ja dann doch nicht unterwegs. So, mal gucken, haben die Feuerfliegen hier was gebracht? Nee, nicht wirklich. Also es waren einfach nur ein paar Feuerfliegen. Ich sehe nämlich auch nirgends ein Ei umhängen. So, eine habe ich vergessen, aber ist egal. Ja. So, hier ist noch Würselkraut. Davon haben wir eigentlich auch schon mehr als genug. Oh ja, hier ist ein Unterstand, wo Kräuter gezüchtet werden von einem Ogre. Ein Zwerg, ein Brei meiner Axt. Na klar. Die Deception. Yandra Aikara. Ich versuche mein Bestes. Ja. Sturm über Wasser. Genau das wollte ich eigentlich nicht, dass es Skelettes umhaut. Na klar. Mein Atem. Hm.
und Blitz dich fit, sollte ich eigentlich früher einsetzen. Lass das mal Vorgriff machen. Bei meiner Axt. Lass das mal Vorgriff machen.